Hi, ich bin Benny. Ich arbeite bei einer Baugenossenschaft und ich habe vor 2 Jahren meine Ausbildung abgeschlossen und wurde direkt nach Abschluss der Ausbildung halt übernommen. Ich kümmere mich halt bei der Genossenschaft bei uns um alle Bauvorhaben, die anfallen, um die ganzen Bauverträge, die geschlossen werden müssen mit den Firmen und halt auch um die ganzen behördlichen Genehmigungen wie Straßensondernutzung oder ähnliches bei einem Bauvorhaben. An einer Ausbildungsstelle an der BBA, da hing halt wirklich so ein Flyer von der Uni, von der BBW, an der ich jetzt bin. Und ich habe mir den Flyer dann halt mal genommen, durchgelesen und das Studium hat mich sehr interessiert. Bin dann halt mit dem Flyer zu meinem Chef hochgegangen und habe ihn gefragt, ob er bereit wäre, mich da zu unterstützen. Und da hat er natürlich direkt ja gesagt, dass wir das zusammen machen können und es freut mich bis heute noch, dass wir es machen. Die Arbeit und das Studium lassen sich bei uns bei der Genossenschaft relativ gut miteinander vereinen. Weil dadurch, dass ich halt von der Genossenschaft und auch von meinem Vorstand so unterstützt werde dabei, ist es für mich relativ gut machbar. Für mich war es die richtige Entscheidung, zuerst eine Ausbildung zu machen, bevor ich mit dem Studium anfange, weil ich wusste halt durch die Ausbildung schon, dass es das Richtige ist, dass mich das Thema wirklich interessiert. Und ich habe halt durch die Ausbildung schon viele Themen, die in der Uni kommen, schon gelernt. Ich stehe voll hinter dem genossenschaftlichen Prinzip. Ich wohne selber bei einer Genossenschaft, ich arbeite bei einer Genossenschaft und ich finde die Aufgabe, die Genossenschaften übernehmen, nämlich einen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, ist enorm wichtig.